Pferdeleute, wir befinden uns auf der Seite von Sandra Schneider und ich lese euch erstmal eben kurz diesen Text hier oben vor. Sie schreibt halt, für Pferde ist es so wichtig, auch im Winter, wenn sie nicht auf der Weide, sondern vielleicht nur in einem kleinen Auslauf stehen, mal geradeaus Gas geben zu dürfen. Oft stauen sich sonst Energien auf, die das Pferd beim Reiten entlädt. Ich finde es unerlässlich, dass Pferde sich auch mal unkontrolliert bewegen dürfen und liebe es, mit ihnen zu spielen, vor allem mit Bella. Soweit es so richtig, sehe ich auch so, dass sie das dürfen sollen. Dann ist natürlich die Frage, was ist dürfen und was ist müssen? Dann schauen wir uns das jetzt mal an. Will das Pferd? Darf es? Oder wird es jetzt hier eher gescheucht? Und wenn man dann so die Frage des Wehrbewegt-Wehen mit reinnimmt, dann sieht man, dass die Sandra sich genauso viel bewegt wie das Pferd und dabei noch gewaltig fuchtelt mit ihrem Fahnenstock, der für diese Aktion nicht unbedingt das Mittel der Wahl wäre. Das Pferd bewegt sich nur, wenn die Sandra hinterherläuft. Wenn wir von dürfen sprechen, Pferd geht zum Ausgang, wird er wieder weggejagt. Jetzt ist halt die Frage, was genau will sie? Will sie, dass sich die Hinterhand bewegt? Dann war es das nicht, dann war es ein Seitwärts. Und schon wird das Pferd wieder gescheucht, so viel zu dürfen. Und wenn man dann Horsemanship betreibt und die Fragen, die Pferde stellen, adäquat beantworten will, dann ist das eher kontraproduktiv, das so zu machen. Also die Fragen, die Pferde stellen, sind folgende. Das erste ist, bin ich sicher? Weil ein Pferd ist ein Fluchttier. Die zweite Frage, die ein Pferd stellt, ist, wer bewegt wen? Und wenn die sich so zäh bewegt, dass die Sandra gezwungen ist, sie zu scheuchen, dann ist die Frage des, bin ich sicher, auch nicht gerade adäquat beantwortet. Schön ist natürlich, dass die Bella mit ihr mitläuft. In dem Fall will ich mal wirklich nicht meckern. Ist aber jetzt auch nicht so. Zunächst die Wahnsinnsparty verfeiern müsste. Die freut sich immer so wie so ein kleines Kind und küsst dann an den Pferden rum. Man weiß halt nicht genau, was will sie eigentlich. Und jetzt muss sie laufen. Und nennt das Spiel, ich nenne es Scheuchen. Das war nochmal der Anfang. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschö.